Die Rekordjagd geht weiter, die deutsche Fußballnationalmannschaft ist seit 21 Länderspielen ungeschlagen. In der Geschichte des DFB gab es insgesamt nur zwei längere Erfolgsserien. Von Oktober 1978 bis Dezember 1980 blieb Nationalmannschaft in 23 Begegnungen in Folge ohne Niederlage, von Juni 1996 bis Februar 1998 waren es 22. Sollte Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zum Start ins WM-Jahr am Freitag 20.45 Uhr in Düsseldorf gegen Spanien und vier Tage später in Berlin 20.45 Uhr gegen Brasilien erneut nicht als Verlierer vom Platz gehen, hätte sie den Rekord eingestellt. Seine bisher letzte Niederlage hat der Weltmeister im EM-Halbfinale 2016 gegen Gastgeber Frankreich kassiert, 0:2.